Mittwoch, 24. Mai 2023. Und zwar geht es hier um das Thema Agenda 2010. Vielleicht wäre das mal so ein sehr interessanter Vorschlag. Vielleicht können wir dieses Thema so ein bisschen spezifizieren. Vielleicht wissen viele von den Zuschauern gar nicht, was ist eigentlich diese Agenda 2010? Was hat die für einen Ursprung? Wie ist das mal entstanden? Was für Auswirkungen sind eigentlich auch da? Was steht da eigentlich hinter? Was ist eigentlich diese Agenda 2010? Was hat die für einen Ursprung? Wie ist das mal entstanden? Was für Auswirkungen sind eigentlich auch da? Was steht da eigentlich hinter? Genau, Agenda 2010, den Begriff selber kennen sehr wenige Leute, aber sie ist eigentlich bekannt, sie wurde damals von Schröder, Bundeskanzler Schröder und Rot-Grün, wurde sie eingeführt. Es war die Einführung von Hartz IV auf der einen Seite, dann der Wegfall der Sozialhilfe. So habe ich es auch noch in Erinnerung. In der Sozialhilfe sind ja Menschen aufgeschlagen, die wirklich, sage ich mal, am Boden waren. Ja, die, ja. Wo es gar nicht weiter und wo Zwang kein Mittel ist, um sie wieder zu reaktivieren, ne, oder um ihnen zu helfen und so weiter. Und das wurde eingegliedert in Hartz IV und somit sofort der Druck, der existenzielle Druck, dass wenn du nicht machst, was wir wollen, genau, können wir dich zur Not bis über 100% sanktionieren. Ja. Wieso ist damals, wir können ja schon von damals sprechen, das war ja, glaube ich... Wir haben noch einen Aspekt drin, ja, bitte, in Agenda 2010. Bitte. Wenn wir da schon drin sind, ja, gerne. Es kam dann die Grundsicherung. Ja, genau. Grundsicherung für Rentner. Ja, also für Rentner, die nicht genug Rente bekommen haben, okay, aufstocken Grundsicherung, oder für Menschen, die aus der Erwerbslosigkeit rausgefallen sind, durch ein Gutachten und so weiter, ne, noch nicht keine richtige Rente bekommen haben, aufstocken mussten die Grundsicherung. Die Grundsicherung war genauso oder ist genauso hoch wie der Hartz IV-Regelsatz. Ja. Und du kommst damit nicht über die Runden. Ja, das reicht vorne und hinten nicht. Geschenktes Geld musst du angeben, wird dir zu 100% gegengerechnet. Okay. Ja? Vom verdienten Geld wird dir auch ein ganz großer, also du wirst regelrecht in dieser Armut drin gehalten. Klein gehalten, ja. Du kommst dort nicht mehr raus. Wenn du einmal Armutsrentner bist, ja, bist du am Ende. Ja, das macht seelisch und psychisch ganz viel kaputt, ja, weil du kannst nur vor dir hin vegetieren. Ja. Ja, du kannst nicht existieren, du wartest auf schon den Tod, gar nicht aktiv werden. Ja. Ich bin ja immer, versuche immer lösungsorientiert zu sein und oder zumindest zu denken. Ich habe gesehen, ihr plädiert so ein bisschen für das Grundeinkommen, für das bedingungslose Grundeinkommen. Genau. Die Frage ist natürlich, wie finanziert man das? Jetzt kam hier im Chat vorhin schon gleich am Anfang ein guter Hinweis, warum wir nicht die Großkonzerne zur Kasse bitten, warum wir nicht die, die wirklich Profit an dem Elend anderer Menschen machen, warum wir die nicht dazu zwingen, diese Grundsicherung an Menschen zu zahlen, die sie ja teilweise selbst an den gesellschaftlichen Abgrund gedrängt haben. Das ist wieder das Klassenkampfdenken. Ja. Ja, was schon seit Jahrhunderten oder über hunderte von Generationen wir inzwischen schon kennen, wo wir ganz schwer rausdenken können. Ja. Andere Frage, warum setzen wir das Grundeinkommen nicht einfach selber um? Wie meinst du das? Zum Beispiel aus dem Unternehmerischen heraus. Dass wir zum Beispiel Produkte erfinden oder Produkte so siegeln, dass ein Teil des Erlöses in eine Grundeinkommenskasse fließt. Okay, wie es mal angedacht war mit diesen Fairtrade-Produkten, wo ja angeblich dann die amazonischen Bauern dort oder Kakaobauern angeblich so genau, von einem genau. Euro einen Cent bekommen. Ich sag's mal so überspitzt. Ja, ja. Okay, ja, also interessanter Gedanke. Eine Grundeinkommenswirtschaft aufbauen, das in der Form Götz Werner... Wirst du kennen, Götz Werner ist vom Namen sagt mir was, Gründer ja. von DM, der Logeriekette ja. DM. Er ja. war ein ganz großer Grundeinkommensverfechter. Und er hat so einen schönen Satz geprägt, nicht mal ignorieren. Ja. Ja? Ja. In dem Moment, wo du deinen Fokus auf die Parteien setzt, auf Politiker, gibst du ihnen Energie. Ja, sehr gut. Ja? Ja? Gibst du ihnen Energie und sie fließt dir weg? Ich glaube, das sind immer diese kleinen Stellschrauben, wo wir als Menschen einfach nicht zusammenfinden. Das habe ich jetzt bei dieser Corona-Geschichte beobachtet. Das habe ich jetzt bei dem Ukraine-Krieg beobachtet. Wie sehr doch die Politik, die ja eigentlich Politik für die Menschen machen soll, Politik fürs Kapital macht und die Menschen wirklich
gegeneinander ausspielt und also die Hartz-IV-Empfänger waren richtig froh über die Corona-Krise, ja, weil sie wurden dann nicht mehr stigmatisiert und kriminalisiert, sondern ja, die Ungeimpften waren dran. Ja. Die konnten mal durchatmen. Ja, ja, so ungefähr. Ja? So, und dann kam zum Glück wieder die nächste Welle der Flüchtlinge. Ja. Ja, dadurch kann die nächste Gruppe wieder aufarbeiten. Aber wir sehen, du siehst Muster. Ja. Wie könnt ihr jetzt euer Thema des bedingungslosen Grundeinkommens, wenn das manche hören, da geht bei denen gleich die Klappe runter und die wollen, da geht es nur ums Geld. So, ne? Ja, ja. Nee, eigentlich geht es ja darum, um ein lebenswertes Leben für alle Menschen. Ja. So, das ist, ne? Da gab es durch Corona, blöderweise durch Corona, einen sehr positiven Effekt, weil ganz viele, ich sage mal Tante-Emma-Läden, Kleinunternehmer, die haben auf einmal nach dem Grundeinkommen gebettelt, ja, weil dann hätten sie überlebt wirtschaftlich. Ja. Ja. Viele sind daran zugrunde gegangen, dass sie einfach nicht existieren konnten. Das heißt, dadurch ist das Thema Grundeinkommen aus dieser Faulheits-Flatrate-Thematik rausgekommen. Ja. Ja? Ja. So. Deshalb ist jetzt bei den Unternehmern da eine Offenheit da. Ja? Deshalb können wir da anfangen zu gestalten, es selber umzusetzen. Wenn ich sowas höre wie Mindestlohn, da fällt mir ein Satz dazu ein, arbeitest du heute 2 Stunden für eine oder willst du lieber deinen Job verlieren? Ja. Ja? Also der Kapitalismus findet immer Wege, Gesetzmäßigkeiten zu umgehen in seinem Sinne. Ja. Und da du Amerika mit angesprochen hast und die Irrenverhältnisse dort, für mich sind das alles das Ausleben von psychischen Beeinträchtigungen und das lebt uns Amerika richtig stark vor. Ja. Ja, und es entwickelt sich hier bei uns genauso, aber alles aus einer Eigendynamik heraus. Ja, für mich sind da nicht die da oben, die das mit Absicht machen, denn wir sind in dem Teufelskreis doch alles Opfer und Täter zugleich. Wir machen es ja mit, ne? Wir beteiligen uns daran, ja, wir bestellen bei Amazon, ja, ne? Und. Ja. Ich finde so eine Konstrukte wie Amazon, Ebay und so weiter finde ich fantastisch. Was mich ärgert, ist, dass die Erlöse in eine Privattasche gehen. Genau. Dasselbe, die Solarfelder, die überall entstehen, ja, finde ich fantastisch. Das aber wieder die Erlöse, da wird Gelände eingezäunt, was uns allen zusteht. Und die Erlöse davon fließen wieder in die Privattasche oder in die Verwaltungskasse. Auch das Thema hatte ich mal auf einer Demonstration, da habe ich noch selbst am Mikrofon gesprochen. Da habe ich immer gesagt, Leute, meine Forderung, kostenlose Gesundheit, kostenlose Bildung, kostenlose Energie für alle Menschen. Ja. Bums. Ist alles ein Grundeinkommensthema? So, da haben mich so viele Leute erstmal angeguckt und gesagt, was willst du denn jetzt? So, ne? Sag ich, ja, aber wem gehört denn die Sonne, der Wind, das Wasser? Das gehört doch niemandem. So, das ist ein Menschheitsgut. Also können doch gerne die daraus Energie erzeugen, von den Steuern, die wir bezahlen, finanziert werden. So, und aber der Strom, und das ist dann kostenlos für uns, weil wir haben es ja schon bezahlt im Endeffekt. Wenn du dich mal hinsetzt und das alles zusammenrechnest, was im Sozialsystem im Umlauf ist, wenn das als Grundeinkommen ausgeschüttet werden würde für alle, wobei natürlich zusätzlicher Bedarf für, sage ich mal, behinderte Menschen und so weiter, ja, klar, ohne Frage. Ja. Ja, aber erstmal sozusagen so einen Regelsatz eben teilt. Und wenn dann die ganzen Verwaltungen wegfallen, genau, der ganze Irrsinn, was das kostet, da können wir uns das dreifache Grundeinkommen leisten. Wir haben ja nun 40% der arbeitenden Bevölkerung in Deutschland sind in der Verwaltung tätig. Die erwirtschaften gar keine Werte. So, und haben Angst, dass dieses System, wenn es abgeschafft wird, ne, dass sie ihre Arbeitsplätze verlieren. Also wird das alles schön aufrechterhalten, dieser ganze Börse. Diese Zerstörung, die psychische Zerstörung der Menschen, die hier fortwährend fortschreitet, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Ich nenne sie gesellschaftliche Entwicklungstraumatisierung. Gesellschaftliche Entwicklungstraumatisierung, ja. Ja, ja, das hattest du auf dem Schild da, glaube ich, habe ich kurz gesehen. Ja, finde ich interessant. Wir werden von Geburt oder auch schon frühgeburtlich, dann von Geburt, werden wir von dem natürlichen Leben, welches wir alle nicht mehr kennen. Wir wissen nicht mehr, wie das natürliche Leben wirklich läuft oder wie das gestaltet wird, werden wir weggezogen als Kinder und Jugendliche. Genau. Wir werden erzogen, konditioniert zu funktionieren. Zu funktionieren, genau. Dann gehen wir als Jugendliche, gehen wir in Suchtverhalten über. Genau. Das kann von, sage ich mal, von der Zigarette über Alkohol und so weiter, alles bis in übertriebenen Sport zum Beispiel. Ja. Ja? Oder in die schlimmste Sucht, die wir haben, in die Arbeitssucht. Ja? Die ist ja legitimiert, die darf man ja. Genau, die ist legitimiert und die wird gefördert. Ja. Und wenn du nicht mitmachst, bist du der Kranke. Ja. Und dadurch wird dein Wesen so gebrochen, dass du das für normal hältst. Genau. Und wenn du das für normal hältst und das nächste Kind das nicht mitmacht, aber dann kriegt das Paar hinter die Löffel. Wir sind nun mal, ich sag mal, keine Einzelwesen, sondern wir sind ein Lebewesen, was andere Lebewesen gleicher Art, um das mal ganz vorsichtig jetzt auszudrücken, um da niemanden auszugrenzen,
die brauchen wir. Wir brauchen diese Interaktion zwischeneinander oder untereinander. Diese soziale Interaktion. Auf vielen sozialen Ebenen, genau. So. Und in diesem Zusammenhang und im Zusammenhang mit dem Grundeinkommen und mit dieser Arbeitswelt und so weiter, würde ich dich gerne mal fragen, was glaubst du eigentlich, wer ist der einzige wahre Unternehmer? Ja, der wahre Unternehmer, ist, ich bin eigentlich selber, ne? Also ich unternehme ja mein Leben, wenn du es so willst. Ich bin heute Morgen auch aufgestanden, ne? Ja. Aber für mich ist ein Kleinkind. Ein Kleinkind ist der einzig wahre Unternehmer, weil es ist voller Energie, du kriegst es nicht gebremst, ja? Und es taktiert noch nicht, ja? Es agiert okay. noch ehrlich, offen ja. und so weiter, ist noch nicht gebrochen vom System. Und ja. dann beobachtest du dieses Kind, Schule, es freut sich, es ja. will lernen ja. Und. Ja. Ja. Und dann siehst du, beobachtest du, wie es beim Schulsystem gebrochen wird, in die Leck-mich-am-Arsch-Stimmung kommt und, ne, konditioniert wird. Ja. Und dann wundern sich einige eben halt, warum stehen die Besoffenen oder die mit der Bierflasche am U-Bahnhof-Eingang. Ja. Da sag ich darauf, dann kannst du dir mal überlegen, was denen angetan wurde, genau. dass die dort gelandet sind. Ja, da spielst du mir auch schon wieder emotional auch in die Karten, weil ich nämlich auch immer der Meinung war, wir kommen erstmal als unschuldige, leere Wesen auf die Welt und dann geht's los. Man wird da wird rumgedoktert, erzogen, ne, dieser Begriff. Also wir werden tatsächlich, ja, du hast es eigentlich schon treffend gesagt, wir werden in ein System hineingezwängt, ohne zu erkennen. Und das sehen wir ja bei unseren heutigen Jugendlichen, welche Werte eigentlich fürs Menschsein wichtig sind. Ne? Ja, und deshalb bin ich ja auch noch nie gescheitert, ne, sondern ich habe nur Erfahrungen gemacht. Ja. Und Scheitern gibt es gar nicht. Ja. Ja, das, dieses Scheitern, ja. dieses Schlechtsein und so weiter, alles ist wieder nur erzogen, konditioniert, ja. Schuldüberfrachtung und, ne, um dich, ne, sozusagen in die geduckte Haltung zu halten. Genau, ja. und genau. Am Laufen und so weiter alles. Ne? Du musst funktionieren und wehe ja. nicht und so weiter alles. Und wenn du das innerlich erstmal aufnehmen, das ja. ist dann aber erstmal nur die Theorie, ja. und das wirklich dann auch innerlich umzusetzen, das ist ein Prozess, ja. Ja. Ne? Und dann holst du dich selber aus diesem Hamsterrad raus, ja. Ja, und aus dem Irrsinn. Und das müssen wir immer breiter und jeder mit seiner eigenen Wahrheit. Ja, ja, es muss auch jeder, das muss für jeden selber innerlich so ein genau. Prozess werden. Ne? Ja, und ich muss den anderen auch zulassen können. Ja. Loslassen, hinzugewinnen durch Loslassen. Ja, ja? Das ist Liebe zum Beispiel, ne? Ja. Ja. Also, das alles das eben ist, halt, das sehe ich positiv. Ja. Ja. Und ich habe ein wundervoll katastrophales Leben hinter mir, von früher Kindheit an. Schön, wie du es sagst. Geil. Wundervoll katastrophal, ja. Ja, ja, weil ich glaube, diese Lebenskatastrophen, die können einem die Chance geben, sich wirklich nachhaltig zu verändern und auch eine geistige, persönliche Entwicklung mit sich bringen. Ja. Dadurch habe ich mich selbst aus dem Stockholm-Syndrom rausgeholt. Ja. Durch die Beschäftigung mit dem Thema Grundeinkommen habe ich meine Wertigkeit wiedergefunden. Ja. Habe wieder zu mir selbst gefunden. Ne? Und, ja. und. Ne? Und kann heute eben halt einfach mal, du kommst hier auf den Platz, sprichst mich an und ich quatsch mit dir. Ja. Ganz normal eben halt und weiß, da sind zu und so. Ne? Du belohnst dich damit ja auch ein bisschen selber. Genau, ne? Genau. Also von daher. Durch die Aktion belohnt. Ja. Ne? Ich habe eigentlich gedacht, das geht eine halbe Stunde und dann bin ich wieder zu Hause. Mhm. Und ich habe mich zurückgehalten. ich befürchte es. Nein. Ich fand es spannend, ich fand es wirklich hochinteressant, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, dass meine Zuschauer sich das ein oder andere da noch mal rausnehmen und vielleicht für sich noch mal überlegen, was ist da eigentlich gesagt worden. Ja, genial. Ich fand es toll, ich fand es super. Würde ich sagen, ziehen wir nicht weiter noch in die Länge. Ja, ich weiß, genau. Sonst ist gar keiner mehr im Stream oder so. Naja, 28 haben sich tapfer gehalten, also vielen Dank. Lieben, ihr könnt gerne noch mal auf die Webseite schauen, weil diese Aktion bietet auch eine Rechtsberatung an. Für Menschen, die für Sozialrecht, also die dort vielleicht nicht selber weiterkommen, die dann da eine rechtlich und sie macht auch bundesweit. Und bundesweit. Ja, also gerne uns auch kontaktieren, leiten wir dann weiter. Ja, also von daher denke ich mal, ist es vielleicht für die Menschen, die da jetzt Probleme haben, sich vielleicht mit den Ämtern rumärgern müssen oder was auch immer, geht es um Anträge, hast du nicht gesehen. Ich glaube, dann ist das eine gute Adresse, Infotext, wie gesagt, die Webseite. Vielen lieben Dank. Hier haben wir noch mal bitte die Webseiten, wenn ihr noch mal bitte schauen wollt. Ja, ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen. Aber ich klicke die dann auch noch mal in den Infotext mit rein. Hier, weltrettungdurchtherapie.de. Danke für euer Interesse.